Tja, tropft, die Nase quillt, erkälte dich täglich, Wetter zum Herbstkehr aus in der Tipp 3 Bundesliga, powered by T-Mobile. Dementsprechend begrüße ich heute vor allem die kranken Zuschauer bei Premiere recht herzlich. Richtig warm ums Herz wird den Rapid-Fans, wenn sie auf die tolle Heimserie ihrer Lieblinge schauen. 17 Spiele hier im Hanapi-Stadion am Stück ohne Niederlage. Und diese Serie soll heute nicht reißen, denn dann wäre Rapid in der Herbstabschlusstabelle wieder Zweiter und, Zitat Peter Packholt, optisch etwas näher dran am Winterkönig aus Salzburg. Die Linzer hingegen bekommen wahrscheinlich kalte Füße, wenn sie an die bisherigen beiden Saisonduelle mit dem Rekordmeister denken. Da gab es jeweils 5 Stück. Ja, und heute fällt auch noch der Abwehrchef aus. Kaum war Michel Bauer wieder da, ist er schon wieder weg wegen einer Gelbsperre. Und Trainer Klaus Lindenberger schenkt also Davorin Kavla das Vertrauen. Vor einer Woche wurde der Kroate 31 und spielt zum ersten Mal in der Bundesliga für den LASK von Beginn an. Das junge Mittelfeld mit Christoph Saurer, der wird im Jänner 23 als Ältesten, und vorne ist der Ivo wieder da, übernimmt auch die Kapitänsschleife und verbannt Sascha Pichler, der gut gespielt hat gegen Sturm, auf die Ersatzbank. Warten auf Godot und auf Thomas Steiner. Da hinten ist er schon zum letzten Male, also in der Bundesliga an der Pfeife. In Deutschland oder England zum Beispiel, da dürfte er noch ein wenig weitermachen. Da ist die Altersgrenze höher als in unserer Alpenrepublik. Rapid mit einer Veränderung gegenüber dem 2:2 bei der Austria im Derby. Andreas Dober darf also wieder rechts verteidigen, mangels anderer Optionen für diese Position. Mittelfeld auch unverändert, aber vorne eben Nikica Jelavic anstelle von Stefan Meierhofer. Ja, die Wade zwickt, aber Meierhofer hat auch 4 gelbe Karten auf dem Konto, heute eine 5. Und er würde beim Frühjahrsauftakt von Grün-Weiß in Salzburg Ende Februar fehlen. Vielleicht das ein Hintergedanke von Peter Packholt, seinen Funkturm heute auf die Bank zu setzen. Außerdem könnte ja Meierhofer mit einem Treffer den Rapid-Tor-Rekord des Peter Packholt einstellen. Luftballons in Grün gehalten, gar nicht so leicht, vor allem für die etwas größer gewachsenen Spieler, da raus aufs Grün des Hanapi-Stadions zu kommen. Wieder schöne, fruchtige Choreografie der Rapid-Fans. Ja, Vitamine sind gefragt bei diesen Außentemperaturen. Also über mangelnden Besuch braucht sich Rapid nicht zu beklagen, über mangelnde Komplimente Thomas Steiner ebenso wenig. Und die Bundesliga würdigt die Verdienste von Thomas Steiner in Kürze auch mit einer Ehrung. Zuvor wird aber nochmals Hände geschüttelt und der Weihnachtsmann Ivica Vastic hat auch schon ein Backerl mit. Vielleicht wächst ihm ja heute auch noch ein weißer Bart. Ja, was ist denn da drinnen? Natürlich eine Gabe für Thomas Steiner, vielleicht das Buch von Thomas Steiner, alle meine Spiele als Referee bei Länderspielen. Die Fortsetzung von Buffy Heckmeier als alle meine Tore im Nationalteam. Das erste Duell der beiden Kapitäne geht also an Ivica Vastic. Er hat die Seitenwahl gewonnen. Der LASK wird in der ersten Hälfte von rechts nach links spielen. Und jetzt gibt es die Ehrung für Thomas Steiner von Dr. Kappel und Johann Hansch. Schiedsrichterwesen, einen ganz, ganz großen Dienst erwiesen. Herzlichen Dank. Danke dir. Danke. Natürlich. Dankeschön. Thomas, danke. Hans, ich danke. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin. Ein gutes letztes Spiel. Ja. Seitens der Bundesliga eine kleine Aufmerksamkeit im Rahmen deiner Verdienste vom Vorstand und vom Präsidenten ein kleines Geschenk. Vielleicht kann man das herzeigen. Ja, das ist aber toll, das bekommt sicher einen Ehrenplatz im Hause Steiner.
Der Spätberufene, er ist 1993 als damals noch Linienrichter in die Bundesliga gekommen. Heute pfeift er zum 118. und letzten Mal ein Bundesligaspiel. Nach 11 Jahren also ist Schluss, das aber erst in circa 1/3 Viertelstunden. Heimspiele und der Peter Backholt hat Rapid absolviert, 29 davon gewonnen, 11 Unentschieden, nur 3 Niederlagen. Das erklärt auch die Aussage von Klaus Lindberger, wie schwer es für die jeweiligen Gegner hier in Wien-Hütteldorf zu bestehen. Rapid hat das und bitte! Erste Ballberührung Nikica Jelavic, der ja auch mal in einem Interview gesagt hat, Hoffa passt besser zu mir. Heute kann er das beweisen als Sturmpartner des Jimmy. Da ist wieder Jelavic. Pass allerdings etwas in den Rücken gespielt und daher zum Gegner Boskovic. Lask steht tief. Kavlak, erstes Foul der Partie, begangen von Gerald Gansterer. Noch nicht mal 30 Sekunden. Der Kavlak will einiges gut machen, ist selbst mit seiner Performance in dieser Saison nicht allzu zufrieden. 2 Tore, aber er war es, der als letzter für Rapid getroffen hat, ehe diese Serie der Daltons mit Hoffmann, mit Meierhofer, Hofer und Jelavic eingesetzt hat. Freistoß Steffen Hoffmann, per Kopf abgewehrt von Gerald Gansterer. Eder. Kavlak hat mal die Seite gewechselt, nachdem Hofmann den Freistoß von links getreten hat. Dober. Wieder im Rückwärtsgang. Mal Ballsicherheit gewinnen bei Rapid, das Motto in dieser Anfangsphase. So macht man auch was für die Ballbesitz-Statistik. Hoffa. Guter Haken, noch einer und der war zu viel. Wollte natürlich den Ball da einschussgerecht auf dem rechten Pratzerl haben. Markus Heikkinen. Marcel Ketteler und Mario Tokic. Jetzt haben wir die Viererkette durch. Heikkinen mit der Spieleröffnung auf Boskovic. Wunderbar abtropfen lassen dafür Hofmann. Aber dann stehen 3-4 Schwarz-Weiße rund um den Rapid-Kapitän. Ketteler. Ja, sucht wieder Hofer, findet ihn auch. Aber hinter Hofer stand der robuste Kabler, der sich jetzt allerdings wieder um Jelavic kümmert. Dobers Flanke und die Direktabnahme von Nikica Jelavic. Erster Rapid-Torschuss nach 2,5 Minuten und es beginnt gut für den Rekordmeister, der hier schon in den ersten Spielminuten sehr attraktiv zu Werke geht. Lange Variante, da hat sich Visio ein wenig verschätzt. Kabler macht es wieder gut. Christoph Saurer mit einem aus der Abteilung sehr optimistisch. Und den Eckball, den er so gerne gehabt hätte, gibt es auch nicht. Saurer wird sich, wie in dieser Szene erkennbar, nicht immer nur auf den linken Flügel aufhalten. Viel mit Florian Klein rochieren. So, auch jetzt passiert Klein auf der linken Flanke beim Lask unterwegs. Jelavic, Kopfballsieger, dabei gestoßen, und zwar von Thomas Biermeier, Freistoß Rapid.
sollte ihm jemand entgegenkommen. Jelavic versucht das auch. Sitzfußballer Hoheneder erobert den Ball für die Linzer. Aber der ist schon wieder weg, weil Christian Meyer-Leb da etwas zu spät kam. Der Ball schon außerhalb des Spielfeldes. Naja, 4,5 Minuten auf der Uhr und schon gibt es hier Standing Ovations für die Herren in Grün und in Weiß. Die Zuschauer feiern natürlich auch sich selbst und ein bisschen Bewegung tut auch recht gut. Vastic. Jetzt kreuzt Meyer-Leb. Vastic sucht aber den linken Flügel und da ist, wie erwähnt, Florian Klein. Wie sie aus Flankenversuch bleibt, am Körper von Steffen Hofmann hängen. Boskovic, vorne ziehen Hofer und Jelavic auf. Passweg aber zugestellt, aber nicht dieser Richtung Veli Kavlak. Kettela wäre mit. Kavlak ignoriert ihn. Guter Schuss, der Michael Zagelmeier hier für die ersten gröberen Probleme stellt. Ja, freie Bahn, dann Hoheneder noch kurz als Sichtbehinderung für seinen Torhüter. Da werden bei Zagelmeier schon wieder Erinnerungen wach an das 4:4 im Oktober 2007. Da hat er sein Bundesliga-Debüt gegeben, dann wurde ihm gleich viermal die Butte angefüllt. Aber das war eins der aufregendsten Spiele in der Bundesliga seit langer Zeit. Vor 6 Tagen 21 Jahre alt geworden, viel gefeiert. Schönste Geschenk war sein erstes 0:0 in der Bundesliga. Freitag vor einer Woche gegen Sturm Graz. Richtung Meyer-Leb, aber auch nur Richtung Tokic mit dem Kopf früher dran. Ja, und dieser Jelavic kämpft um ein Leiberl bei Rapid. Das ist in diesen ersten 7 Minuten schon ganz deutlich erkennbar. Der ist sehr viel unterwegs, bietet sich immer an und hat ihnen uns zurück auch den ersten Torschuss der Partie abgegeben. Ja, ja, Peter Pakult. Soll er jetzt hüpfen vor lauter Freude? Noch sitzt er nachdenklich. Und daneben die Tina Turner von Hütteldorf, links Peter Zajicek. War recht authentisch bei der Rapid-Weihnachtsfeier. Im Gegensatz zum Kollegen Franz Gruber bei der Austria zeigt Zajicek bei einem Bundesligaspiel nicht die Beine. Zweikampf, Vastic, Eder, klares Stoßen des Linzer Kapitäns. Dann Foul an Jelavic, eines der unguten Sorte, wie der Thomas Piermeier, der Übeltäter. Thomas Steiner lässt es bei einem Freistoß bewenden. 32 Fouls hat Steiner in dieser Saison im Schnitt nur pro Partie gepfiffen. Das war das dritte in diesem Spiel, zum dritten Mal von einem Lastspieler begangen. Zagelmeier ruft aber nicht, deswegen wählte Kabla die Sicherheitsvariante und die nächste Gelegenheit für Rapid, für Nikica Jelavic. Ja, wenn der Torhüter da rauskommt, sollte er auch zum Ball gehen, das hätte böse enden können für die Linzer. Und dann Jelavic mit vollem Risiko, das nicht belohnt wird. Narter Florian Klein, dann allerdings packt er die Sense aus, gestrecktes Bein des Finnen und jetzt greift Thomas Steiner zur gelben Karte.
hat sich der Mika, wie sie ihn hier alle nennen, etwas übernommen, den Ball zu weit vorgelegt und diese Blutgrätsche an Ivica Vastic hat völlig zu Recht eine Verwarnung zur Folge. Also durchatmen bei den LASK-Fans, Vastic wieder auf den Beinen, gerade erst eine Verletzung auskuriert. Schon wieder leicht angeschlagen. Spiel. Kavlak als Pseudo-Schlitzohr, aber 3 Meter entfernt stand mit guter Sicht Schiedsrichter Steiner zu diesem Armtrick des Willi Kavlak, der sich ja als Galatasaray-Fan deklariert hat. Im Urlaub geht es in die alte Heimat, in die Türkei. Dann gleich zum Derby Fenerbahce gegen Gala. Schöne Weihnachten. Von Kavlak diesmal ungefährlich. Aber schon irgendwie erstaunlich, immer wenn Rapid über links kommt, Ketteler zieht da mit, macht Kilometer, bekommt aber die Kugel so gut wie nie. Vastic. Meierleb muss abbremsen, wäre sonst ins Abseits gelaufen, daher das Tempo ein wenig heraus und dann ein Kunstschuss des Christian Meierleb. Mit seinem erst 2. Ballkontakt in dieser Partie nach 11 Minuten. Gesehen, Luxe steht etwas weit vor dem Tor, allerdings geht der Ball dann auch etwas weit über die Querlatte. Also Rapid hier mit ganz klar mehr Spielanteilen. Das zu unterstützen, 97 Ballkontakte, Rapid nur 52 für die Linz, aber wer hätte hier auch anderes erwartet? Ganz interessant, dass Rapid auch wesentlich mehr Zweikämpfe in dieser ersten Viertelstunde gewinnt. Dann allerdings ein leichtfertiger Ballverlust, wieder Vastic vorne, nur Meierleb, Pass unpräzise, daher Tokic, lachender Dritter. Mit großem Einsatz, immerhin Einwurf Rapid. Hat sich einfacher vorgestellt nach dem Abgang von ihm mit Korkmaz, aber mit Christopher Drazan hat er einen neuen Konkurrenten für diese Position bekommen, Willi Kavlak, der ganz schön Druck macht. Wieder Vastic. Versucht das auf eigene Faust, versucht den Freistoß zu ziehen. Naja, und das Geschenk, das er Thomas Steiner vor dem Spiel überreicht hat, zeigt, denke ich, hier schon Wirkung. Gibt noch eine Ermahnung an Hannes Eder, aber Ivica Vastic wollte in dieser Situation nichts anderes als diesen Freistoß. Leichter Kontakt von Eder. Eher fahrlässig dann diese Grätsche von Andreas Dober mit 2 gestreckten Beinen. Kurze Lagebesprechung zwischen dem Kapitän und Christoph Saurer, aber ich schätze mal, diese Freistoßgelegenheit lässt sich Vastic nicht entgehen, so ist es. Der war nicht schlecht, aber er war doch gut 1,5 Meter am Rapid-Tor vorbei. Auch nicht ideal getroffen, zu wenig Effet und daher keine Gefahr für Andreas Luxe.
Foulspiel an Kavlak. Der Herr Ganstra geht recht resolut zu Werke in seinen Duellen Mann gegen Mann. Rudalowski hat sich jetzt defensiv auf jeden Fall gefangen. Spieler stehen näher dran am jeweiligen Gegenspieler und machen rapid damit das Kombinieren wie in den ersten 6-7 Minuten doch wesentlich schwieriger. Jetzt dürfte Ketteler mal bei einem seiner Vorstöße Kugel wieder weg. Kavlak gibt sie allerdings nicht so leicht verloren. Jeder gegen Meyer lebt, da ist Heikkinen. Aber dem springt zum zweiten Mal heute schon der Ball etwas weit vom Stiefel weg. Diesmal hat das ein Mitspieler zu spüren bekommen, Branko Boskovic. Andreas Luxe, wie schon vor einer Woche beim Derby als Fußballer gefragt, heute schießt er den Ball wieder auf die Tribüne. Naja, sicher, ist sicher. Foulspiel klein. Jetzt haben wir eine gute Viertelstunde absolviert. Ob Sie es glauben oder nicht, der Mann mit den meisten Ballkontakten beim LASK heißt Davorin Kabla. Jetzt sollten Sie es mal etwas breiter machen, nicht immer nur durch die Mitte kommen die Linzer. Visio ganz schwach. Und Boskovic auf Kablak. Aber da rückt kaum noch jemand in Grün-Weiß nach. Vorne lauert Hofer, nimmt das Tempo wieder raus. Ketteler und die Linzer sind am eigenen Strafraum schon wieder sortiert. Heikkinen, Hoheneder vor Jelavic, da ist Boskovic, da ist aber auch dieser Zagelmeier. Ja, Gefühlspass von Heikkinen und dank des missglückten Rettungsversuches von Hoheneder kommt Boskovic hier zum Abschluss. Zagelmeier toll, erster Eckball im Spiel. Naja, aber die Standards sind in dieser Saison nicht das Handwerk des Rekordmeisters. Erst 7 Treffer aus sogenannten ruhenden Bällen, kein anderes Team in der Bundesliga hat seltener aus einer Standardsituation getroffen. Saurer. Ja, Kavlak mit Umarmung. Auch das bei einem sehr gestrengen Schiedsrichter gelbwürdig. Klassisches taktisches Foul. Und das nächste Vergehen an Ivica Vastic. Und jetzt sind die Rapid-Fans schon auf 180. Heikkinen Detto. Also Ivo hatte seit jeher Probleme mit der Schwerkraft. Und da geht eigentlich er mit dem linken Ellbogen Richtung Gurgel von Heikkinen, bekommt trotzdem den Freistoß. Saurer. Der Luxe kommt nicht. Da ist Visio. Das war wohl die beste Gelegenheit in diesem Spiel. Und jetzt gibt es Eckball für den LASK. Interessante Entscheidung. Ich denke, da war kein Grüner mehr dran. Aber wir können das nochmal überprüfen. Abseits war es keins von Visio. Und Luxe war auch nicht mehr dran. Schauen Sie, was der Ball da an Effet aufnimmt und sich gefährlich Richtung Tor noch dreht. Aber Luxe ohne Berührung. Ein Geschenk, dieser erste Eckstoß für die Linzer. Fährt der Ball in die Vastic-Garage. Kabla mit seinem
nächsten Ballkontakt. Und Hoheneder hat großes Vertrauen zu seinem neuen Schlussmann Zagelmeier. Hoheneder ja vielleicht heute schon an neuer Wirkungsstätte. Die Gerüchte wollen nicht verstummen, dass der Innenverteidiger spätestens ab der Saison 2009-2010 in Wien spielen wird. Den LASK-Vertrag wird er nicht verlängern. Also Rapid sind langsam aber sicher die Ideen im Offensivspiel ausgegangen. Der LASK stellt sich jetzt wesentlich geschickter an als in den ersten Minuten. Allerdings diese Konter verebben meist vor dem Rapid-Strafraum. Hofmann mit großem Einsatz gegen Vastic, erobert den Ball zurück. Boskovic, auch keine ideale Flanke, dankbarer Ball für Zagelmeier. Jetzt ist er rausgekommen und jetzt hat er die Kugel auch. Florian Klein, im Gegensatz zu Hoheneder, gibt es vom Mann mit der Nummer 19 doch wieder Signale, dass er eventuell in Linz bleiben möchte. Und jetzt wird er gefoult von Tokic. Langsam arbeitet Rapid daran, die Foul-Statistik dieser Partie auszugleichen. Kavrak, was war das für ein Bock? Ermöglicht den Linzern in der Person von Christoph Saurer den nächsten Torschuss. Damit Torschüsse LASK 5, Rapid 4. So kann eine Partie kippen. Auch die Überlegenheit der Wiener, was die Spielanteile betrifft, ist längst nicht mehr so eklatant wie in der ersten Viertelstunde. Der LASK kommt auch besser in die Zweikämpfe, gewinnt jetzt auch mehr Zweikämpfe, hat diese Statistik ausgeglichen. Dieser große Anfangselan von Rapid mit einmal berühren und drauf ist vorläufig mal Geschichte. Kommt von ihm mal ein öffnender Pass, nix da, Dober, der wieder im Retourgang. Das wird Peter Backholt auch nicht allzu sehr freuen. Mit Andreas Dober hat er ja schon das eine oder andere Sträußchen ausgefochten. Erinnern uns an die Nachtragspartie in Klagenfurt oder auch die vorzeitige Auswechslung des rechten Verteidigers am vergangenen Sonntag im Wiener Derby. Aber Thonhofer noch immer nicht fit. Eder muss heute Innenverteidiger spielen, Hieden ja verletzt, Patoka gesperrt. Mit Tanju Kajan nur ein Abwehrspieler auf der Bank beim SK Rapid. Den Doppelpass spielen. Es blieb beim Versuch. Wieder Dober. Ja, da ist der Ball auch tückisch vor ihm aufgesprungen. Jetzt muss ich Andreas Dober in Schutz nehmen. Wehnte den Ball da schon am Fuß. Leichter Platzfehler, schon war das Runde auf dem Knie. Bin ich aufgestanden. Backholt macht erstmals Bewegung.
an diesem Sonntagnachmittag. Und Stefan Meyerhofer ebenfalls, der geht zum Aufwärmen. Jelavic gegen Kabler. Hofmann sich da kurzfristig gegen zwei Gegenspieler durchgesetzt, auch wenn das heute keine Manndeckung im klassischen Sinne ist, aber wenn Hofmann am Ball ist, mindestens zwei Gegenspieler in Reichweite. Und diesmal patzt Hannes Eder, aber nochmal gut gegangen für Rapid. Der Lass gewinnt in diesem Spiel mehr Spielanteile und ist besser drin in der Partie. Rapid erstarrt ein wenig. Vielleicht löst sich diese Erstarrung jetzt. Hoffer. Kein Abseits von Jelavic, aber auch kein Doppelpass mit Hoffer. Visio gibt schon Flaggensignale, jetzt bekommt er auch den Ball. Das ging jetzt schon wieder zu langsam, Rapid hat verschoben, Rapid ist defensiv wieder orientiert. Da ist Vastic, diesmal kein Foul und daher auch der Ballverlust. Aber dann ein rüdes Einsteigen gegen Nikica Jelavic. Gerald Gansterer, der bewirbt sich schon recht eindrucksvoll um eine Verwarnung. Das Zusammenspiel, Ketteler Kavlak, aber dann wird es da draußen schon wieder zu eng. Heikkinen hat viel Platz, Dober rechts ebenso. Jetzt spannen da zwei Viererketten, eine knapp außerhalb des Strafraums, eine weitere 15 Meter vorne. Hofmann abgefälscht. Eckstoß Nummer 2 für Rapid. Verursacht nicht von ihm, sondern von Niklas Hoheneder. Hey! 15 Gegentreffer hat der Lask in dieser Saison schon nach ruhenden Bällen kassiert. Das sind die meisten in der Liga. Hofmann. Und dann das Tohuwabohu. Aus dem Rapid letztlich kein Kapital schlagen kann. Aufgepasst, da kommt vom Linzer der Ball sehr gefährlich in den Torraum rein, aber klug, Herr Zeigelmeier, da einen Mitspieler an der kurzen Ecke zu postieren. Ali Hamdemir war es im Übrigen, der den Ball da noch mal richtig heiß gemacht hat. Gentleman Klaus Lindenberger hilft auch schon mal dem gegnerischen Kapitän wieder auf die Beine. Auch diese Attacke von Florian Klein bei einem sehr strengen Referee gelbwürdig. Einfach hinten rein auf die Fersen. Ja, Heck, der Steff. Das auch ohne persönlichen Bewacher. Das gleiche auf der anderen Seite. Führt Ivica Vastic den Ball, gleich zwei Gegenspieler im Dunstkreise des Linzer Kapitäns. Saurer, jetzt geht Gansterer mal mit. Da ist er schon. In der Mitte allerdings nur Meyer lebt. Da ist wieder Saurer und da ist das 1-0 für den Lask. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? 29. Minute, schnell, direkt, clever gespielt von Saurer und von Gansterer. Rapid lässt sich da recht weit fallen, Deckungsaufgaben gleich null. Die vier Verteidiger stehen fast auf 5 Meter Höhe, der Pass
von Gansterer kommt allerdings nicht rein, sondern zurück. Und Saurer mit Dropkick ideal getroffen. Wunderschönes Tor, 0-1. Zweiter Saisontreffer erst für Christoph Saurer. Und Gerald Gansterer darf sich seinen ersten Assistpunkt in dieser Spielzeit gutschreiben lassen. Aber es hat sich irgendwie abgezeichnet. Die Linzer haben die Oberhand in dieser Partie bekommen. Und jetzt haben sie auch was Zählbares draus gemacht. Tja, Rückstand im eigenen Stadion, auch nichts Alltägliches für den SK Rapid. Bin gespannt, wie die Mannschaft damit umgeht. So richtig schön in eine Schwächephase auch noch einen hinten reinbekommen. Klein. Jetzt 3 gegen 3, wenn es schnell geht. Kein Attackieren von Tokic. Und da war schon wieder dieser Christoph Saurer. Jetzt hat er sich mal gelöst, bekommt den Ball dann allerdings nicht wirklich unter Kontrolle und artistisch verhindert, zumindest vorläufig, Zagelmeier einen Eckball. Durch den Effe gibt es doch noch Eckstoß für Rapid. Schnell ausgeführt, Kabler mit einer Schienbeinbefreiung. Dober. Hofmann, schwache Hereingabe, ungewohnt beim Rapid-Kapitän. Steffen Hofmann zerreißt sich förmlich, der will hier alles niederreißen, will Rapid zurück ins Spiel bringen und verbeißt sich in diese Aufgabe offenbar doch etwas zu viel. Ja, dann gibt es doch den Freistoß für die Linzer. Willi Kavlak hat da kurz mal angeschoben an Ali Handemir. Nämlich hier mit der linken Hand. Schwer verletzt hat sich der Jungspund des LASK dabei nicht. Aber der nächste gefährliche hohe Ball war schon wieder drin im Rapid-Strafraum. Jetzt allerdings auch viele Linzer mit aufgerückt. Aber mit einem Tempogegenstoß wird es trotzdem nichts. Oder doch? Jelavic. Nächste Foul an Hofmann, diesmal von Saurer begangen. Das war eher Bocciard, denn Absicht, denke ich. Kavlak. Ketela wäre wieder frei links. Kavlak verzettelt sich in einen Zweikampf mit Vastic und bekommt den Freistoß. Schnell ausgeführt. Hofmann. Thomas Visio, der den Ball da abfängt. Gute halbe Stunde vorbei, nach einem sehr guten Rapid-Beginn hat der LASK die Partie immer besser in den Griff bekommen. Auch Jelavic, der hier gestartet ist, wie aus dem Kanonenrohr geschossen. Mittlerweile Passagier in diesem Bundesligaspiel. Erklärt der Visio, dass er den Ball gefälligst überlassen soll. Zagelmeier auf Vastic. Leichter Rempler von Tokic, aber da hätte Vastic doch gut und gerne in den Kopfball-Zweikampf gehen können. Jetzt leichte Meinungsverschiedenheiten zwischen Saurer und Vastic. Also was der LASK jetzt gar nicht gebrauchen kann, ist eine interne Streiterei. Eckstoß Nummer 4 für Rapid. Jetzt wundert sich der LASK so wie Rapid beim ersten Eckstoß für die Linzer über diese Entscheidung. Nicht Hofmann,
sondern Kavlak. Der kommt mit viel Effet und mit Schmackes gut gelöst. Jelavic köpfelt allerdings Hoheneder auf die Birne und von dort springt der Ball gleich zum nächsten Eckball für Rapid wieder ins Tor aus. Aber das sind gute Eckstöße von Willi Kavlak. Kommen relativ scharf mit viel Effet rein in den Torraum. Für Zagelmeier kaum Möglichkeiten, da rauszugehen. Und so viele Körper innerhalb des 5-Meter-Raumes, da kann der Ball schon von einem, egal ob grün oder schwarz-weiß gekleidet, ins Tor springen. Rapid macht wieder Druck. Hofmann von rechts, also mit Effet wieder vom Tor weggezogen, die andere Variante. Tokic, Kavlak gegen Handimir, Kavlak auf die Osttribüne. Aber schauen Sie sich dieses Knäuel an LASK-Verteidigern an. 4 gegen 1 Gegenspieler. Der zweite Stürmer von Rapid, in diesem Fall Jelavic, war da völlig ungedeckt. Also mit etwas besserem Auge von Kavlak hätte sich ein Pass angeboten anstelle dieses verunglückten Torschusses. Ignoriert den freien Dober. Tückischer Aufsitzer. Und da macht Michael Zagelmeier noch das Beste draus. Gut 8 Minuten noch offizielle Spielzeit in Hälfte 1 und Rapid ist wieder dort, wo die Mannschaft in der ersten Viertelstunde war, nämlich turmhoch überlegen. Und diese Serie von Eckbällen bringt vorläufig aber nichts ein. Hofmanns Schuss geblockt. Boskovic hat da ein Handspiel von Biermeier reklamiert. Aber denke ich der Einzige, der das so gesehen hat. Gelöst vom Finnern. Keterlas Flanke und der Faustkämpfer Zagelmeier sorgt dafür, dass der LASK auch nach 37,5 Minuten hier noch mit 1-0 führt. Rapid attackiert jetzt auch wieder früher in der gegnerischen Hälfte. Das bringt Ballbesitz. Das bringt einen weiteren Freistoß. Wir schauen nochmals auf dieses angebliche Handspiel. Beide, sowohl Kabler als auch Handimir, drehen sich da eigentlich weg vom Ball. Also sicherlich unbeabsichtigt. Und gute Entscheidung von Thomas Steiner, hier nicht auf 11 Meter zu entscheiden. Freistoß Hofmann. Gefährlich! Das andere Mal ein Linzer als Sitzfußballer in Aktion, diesmal war es Thomas Wiesier. Das hat Florian Klein jetzt recht geschickt gemacht, bringt etwas Ruhe. Wiesier im letzten Augenblick dran vor Mario Tokic. Die
Verschnaufpause der Linzer wird verlängert. Sie haben jetzt auch absolut keine Eile. Druckabbau ist angesagt. Jelavic, der mal sein Heil auf dem Flügel sucht. Guter Haken, zu Fall gebracht von Niklas Hoheneder. Naja, der Übersteiger aller Ehren wert. Hoheneder stellt das Bein dazwischen, keine Diskussion. Nächste Freistoßsituation ähnlich wie die vorangegangene. Wieder Hofmann. Zagelmeier wieder mit den Fäusten. Diesmal allerdings mit einer recht kurzen Abwehr. Und der Lask übt sich im eigenen Strafraum doch, das bei diesen Temperaturen, im Brustschwimmern. Aber noch führen die Linzer hier. Von den letzten 5 Gastspielen bei Rapid hat der LASK 4 verloren. Und abgesehen von diesen 4:4 im Oktober 2007 in 4 Auswärtsspielen gegen Rapid nicht einmal ein Tor erzielt. Also das hat sich heute schon geändert. Da waren sie wieder, die beiden Kapitäne, im direkten Vergleich. Vastic, der selbst so gern zu Boden geht mit dem Foul an Steffen Hofmann, der heute auch wieder jede Menge blaue Flecken davontragen wird. Naja, keine Chance mehr auf den Ball, einfach noch das linke Kleberl hingehalten. Und das war dieser bislang letzte Hofmann-Freistoß. Kurze Abwehr von Zagelmeier, aber keiner bei Rapid fähig, aus diesem Abpraller was zu machen. Hannes Eder hätte da noch längere Beine haben müssen. Kavlak-Freistoß, kein Abseits, aber auch kein Treffer. Andreas Dober mit vorne drin im gegnerischen Strafraum. Der kann es ja auch mit dem Kopf. Allerdings als letzter dran war hier Branko Boskovic, der auch eines seiner beiden Saisontore mit dem Kopf erzielt hat, allerdings keine ideale Position zum Ball hatte. So, Steiner unterbricht die Partie nicht. Was macht Rapid? Rapid spielt den Ball ins Seitenaus. Eder gegen den Torschützen, gegen Saura. Naja, unterläuft da den Gegenspieler. Was wollte Hannes Eder da eigentlich? Den Ball treffen sicher nicht. Beide mit eigenartiger Körperhaltung. Eder brummt ein wenig der Schädel. Bei Saura dürfte ein Band überdehnt sein. Gleiches kann durchaus für Steffen Hofmann gelten. Bei dem, was der heute schon eingesteckt hat. Also die Pfiffe könnten sich die Rapid-Fans jetzt schenken. Christoph Saura ist da nicht freiwillig zu Boden gegangen und auch nicht freiwillig dort verweilt. Fair Play. Linzer geben den Ball zurück an Rapid. Der LASK temporär mal mit einem Spieler weniger auf dem Feld. Mit Einsatz und mit dem Auge für den Mitspieler Meierleb. Er sucht wieder Vastic. Oh, der tippiert da Heikkinen
wie in der finnischen Sauna. Der Abschluss allerdings dann eher isländisch. Feine technische Aktion von Ivica Vastić, was den Haken betrifft, nicht den Abschluss. Sauer im Übrigen zurück im Spiel. Lask komplett. Die offizielle Spielzeit der ersten Hälfte ist es auch. 2 Minuten Nachschlag gibt es vom Schiedsrichter gespannt. Markus Hameter, der 4. Offizielle, mit dem Bildbeweis. Hameter, der ja seit er in der ADIG ersten Liga pfeift, leider nicht mehr als Schiedsrichterassistent in der Bundesliga tätig sein darf. Auch eine kuriose und für mich nicht ganz nachvollziehbare Entscheidung. Guter Mann, der Niederösterreicher. Das nächste Foulspiel und jetzt gibt es die nächste Verwarnung. Thomas Steiner hat hier lange zugewartet. Gansterer und Hoheneder haben Bewerbungsschreiben für eine Verwarnung ausgeschickt. Und Hoheneder wird das Anliegen nach dieser Attacke an Jelavic auch erfüllt. ...1-1 nach gelben Karten. 0-1 beim Spielstand. Wir sind in der letzten Minute dieser ersten Hälfte angelangt. Freistoß Steffen Hofmann auf Kavlak. Ja, das hätte schneller gehen sollen. Wieder Hofmann, lässt sich auch zu lange Zeit, geblockt von Vastić. Und beim LASK heißt es jetzt nur noch, den Ball so weit wie möglich entfernt vom eigenen Tor zu halten für die letzten Sekunden des ersten Durchgangs. Kavlak verliert mal ein Kopfballduell gegen Jelavic, hatte allerdings keine gröberen Auswirkungen. Kommen die Linzer nochmal offensiv? Sie kommen über Handemir. Kein Foul. Die Nachspielzeit ist offen. Thomas Steiner hatte schon bessere Einsätze in der Bundesliga als heute, allerdings auch schlechtere. Note Durchschnitt, Note recht gut für Klaus Lindenberger und den LASK. Rapid hat die Anfangsphase hier ganz klar dominiert, hatte dann einen regelrechten Schwächeanfall, den die cleveren Linzer auch zum bislang einzigen Treffer durch Christoph Saurer genützt haben. In der letzten Viertelstunde der ersten Hälfte ist Rapid nochmal so richtig in die Partie zurückgekommen, hat Druck gemacht, Eckenserien herausgeholt, aber eben nichts Zählbares. Ja, und Davorin Kabler, den wir gerade gesehen haben, macht eine recht anständige Partie, auch wenn er eine negative Zweikampfbilanz hat. Klares Übergewicht für Rapid bei den Torschüssen, 14-8. Aber bei jenen, die wirklich aufs Tor gekommen sind, hat der LASK auch nicht das Übergewicht, sondern nur die Hälfte. Mehr Fouls, dafür doppelt so viele bei den Linzern. Und wenn wir bei den Zweikämpfen angekommen sind, Rapid mit mehr Gewonnenen, das auch dank eines Marcel Ketteler, der nur eines seiner 8 Duelle Mann gegen Mann verloren hat. Rapid wird im zweiten Durchgang hier einiges nachlegen, da bin ich mir sicher. Aber der LASK darf sich über eine 1-0 Pausenführung freuen. Asito Tore zurück in St. Hanapi. Rapid also mit Stefan Meyerhofer in dieser zweiten Hälfte statt Erwin Jimmy Hofer. Das wundert hier eigentlich niemanden. Hofer hatte mit Abstand die wenigsten Ballkontakte aller Rapid-Spieler, sogar weniger als sein Torhüter Andreas Luxe. Und das mit Jelavic und Hofer passen besser, hat sich mal erübrigt. Jetzt also 2 kopfballstarke Stürmer in Grün und in Weiß. Aber Erinnerung daran, bei Stefan Meyerhofer lauert auch die gelbe Gefahr. Zu seinem Glück ist Thomas Steiner heute im leuchtenden
orange gekleidet. 18 Saisontore von Stefan Meyerhofer, 5 per Kopf trifft er heute auch noch. Dann stellt er Peter Backholz Marke als Rapidstürmer an Toren ein. Und das mit dem Abfeiern vor seinem ersten Ballkontakt in Ehren, aber jetzt muss er auch etwas beweisen. Rapid hat ein Problem, das sind die gegnerischen Mittelfeldspieler. 26 Gegentore für den Rekordmeister. Exakt die Hälfte davon haben gegnerische Mittelfeldspieler erzielt. Und bei Christoph Saurer schmerzt es vielleicht noch mehr. Der hat ja eine Austria-Vergangenheit. Der LASK also unverändert in Schwarz-Weiß in der zweiten Hälfte von links nach rechts. Christian Meierle. Thomas Biermeier sucht gleich mal den Weg zurück. Das ist sicherlich nicht die beste Methode, die die Linzer hier an den späten Nachmittag legen können. Jetzt schon hinten reindrängen lassen, nicht nach vorne spielen, das kann letztlich wohl nicht gut gehen. Aber was macht Rapid? Heikkinen auf Dober. Hofmann zurück auf seinen Außenverteidiger. Jelavic gut, stellt den Körper zwischen Ball und Gegenspieler. Kabler taucht dann auch noch selbst ein bisschen mit dem Popschal an und bekommt den Freistoß. Und der Dauerbrenner der gewonnenen Zweikämpfe in Hälfte 1, Marcel Ketteler, darf sich mal als Freistoßschütze versuchen. Da zögert Zagelmeier und dann fällt Meierhofer. Die gesamte Westtribüne ist natürlich aus dem Häuschen. Thomas Steiner lässt das relativ kalt. Wir können genau hinschauen. Kabler, immer eine Hand dran am Trikot, dann auch noch die zweite. Eigentlich ein ganz klarer Strafstoß für Rapid, den Thomas Steiner den Wienern verweigert. Also so gut Kabler in der ersten Hälfte agiert hat gegen Jelavic und manchmal auch gegen Hofer, kaum ist der Meierhofer da, ist der Kroate schon in Schwierigkeiten. Hastic, Ball zu weit vorgelegt. Und dann Heikkinen im zweiten Versuch. Kavlak. Seitenwechsel wäre angebracht. Zu dem kommt es aber nicht. Es geht weiter über links. Wieder Willi Kavlak. Boskovic in Position. Da ist er. Gegen Hoheneder. Wieder Kavlak. Rapid beginnt ähnlich wie in der ersten Hälfte. Mit Kurzpassspiel, mit Direktspiel, mit viel Offensive und mit einer gelben Karte wegen einer Schwalbe, diesmal für Branko Boskovic. Naja, da zieht Handemir rechtzeitig alles zurück, was er hat, um ja keine Berührung auszulösen. Wir schreiben Mitte Dezember und eine Schwalbe hat sich in Hütteldorf verirrt. Von Sommer keine Spur. Richtig, diese Verwarnung für Branko Boskovic. Natürlich wird jetzt auch viel an den beiden Außenverteidigern von Rapid liegen, wie die Mannschaft hier offensiv in Tritt kommt. Die müssen einfach in der Offensive präsent sein. Gleichzeitig die Flügelspieler des LASK Klein und Saurer beschäftigen. Dober nimmt sich das mal zu Herzen und spielt auch mal nach vorne. Peter Backholz wird es freuen. Heikkinen. Tänzchen gegen Visio und dann ein Tänzchen über die Seitenlinie mit dem Ball. Das hat der Finne nicht so gesehen. Schiedsrichterassistent Paul Pötel aber sehr wohl.
Moskowitsch gibt jetzt so eine Art Quarterback bei Rapid, der Mann, der die Bälle verteilt. Und Ober hat sich schon recht vorne gemütlich gemacht, sieht alles danach aus, als ob er jetzt auch wirklich im Mittelfeld agieren soll. Und Rapid hinten nur noch mit einer Dreierabwehr, mit Tokic, Eder und mit Ketteler agiert. Der Ball war in der Luft schon out of bounds, allerdings Zagelmeier, der schon einen Abstoß ausführen wollte, muss den Ball raus an die Cornerfahne gehen. Erster Eckstoß in der zweiten Hälfte, bereits achte insgesamt für Steffen Hofmann und die Seinen. Ja, und da ist es! Und damit hat der Joker schon nach ganz kurzer Zeit gestochen. 51. Minute, Ausgleich, ein Tor von Rapid nach einer Standardsituation. Es ist Weihnachtszeit. Stefan Meyerhofer überspringt alles, was sich da in Schwarz und Weiß in den Weg stellen will. Kabler war im Übrigen nicht dabei. Und dann noch der ganze Frust bei Zagelmeier, der den Ball einfach nicht mehr hergeben will. Boskovic setzt sich dann energisch durch. Saisontor Nummer 19 für Meyerhofer, das sechste per Kopf. Und das ist ganz nach dem Geschmack der Fans hier in Hütteldorf, abgesehen von den, naja, 200 LASK-Anhängern. So ziemlich das Schlimmste, was den Linzern passieren konnte, so früh den Ausgleich hinzunehmen. Steffen Hofmann bekommt im Übrigen seinen 13. Saison-Assist-Punkt gutgeschrieben. Den hat er auch notwendig, denn Marko Stanković hat gestern seine Ausbeute auf 11 erhöht. Saß also dem Rapid-Kapitän punkto Torvorlagen schon im Nacken. Gerald Ganstra bekommt den Freistoß. Willi Kavlak etwas ungestüm. Peter Backhold not amused. Gut gemacht, diese Kopfballverlängerung auf Boskovic. Bekommt den Ball zurück, die Gelegenheit zur Flanke. Und dann schießt er den Montenegriner richtig gehend ab. Künstlerpech. Also kein zweites zu Null für Michael Zagelmeier. Dafür wieder richtig Stimmung hier in der Hütte. Verschnaufpause, die dem LASK gerade recht kommt. Jetzt orientiert sich auch Andreas Dober wieder auf die Position des Außenverteidigers, also das volle Risiko schon mal zurückgenommen bei Rapid. Klaus Lindberg haben wir gesehen, im Smalltalk mit seinen Ergänzungsspielern, wird wohl in Kürze den ersten Wechsel beim LASK geben. Ja, Dober wieder mit Offensivdrang. Einmal nicht zu Steffen Hofmann. Heikkinen
auf Kavlak. Und da kommt Ketteler mit, wird von Kavlak ein ums andere Mal allerdings ignoriert. Foulspiel Hannes Eder. Nächste Verwarnung in dieser Partie und damit führt nach gelben Karten Rapid jetzt schon 3:1. Erinnern Sie sich an Thomas Steiner und Hannes Eder seinerzeit? Hier eigentlich nur ein Schubser gegen Vastic, aber auch aus der Abteilung unnötig. Seinerzeit, das war in der Saison 06. 07 ist ein Kung-Fu-Tritt gegen Leonardo, also es auch nur Gelb für Eder von Steiner gab. Christian Meyerleb ist erlöst, hatte eine schwer negative Zweikampfbilanz, eben nur einen Torschuss und nur 27 Ballkontakte, 83 Ballkontakte hatte Sascha Bichler Freitag vor einer Woche in 86 Minuten gegen Sturm Graz. Dazu noch eine pickfeine Zweikampfbilanz. Und ganz ehrlich, mich hat es ein wenig gewundert, dass Bichler heute zunächst auf der Bank Platz nehmen musste. Ja, und wechselt der Klaus, dann wechselt der Peter auch nochmal. Christopher Drazan schon bereit. Willi Kavlak hat es wohl in Kürze überstanden. Aber einmal darf er noch. Und jetzt will er es im Alleingang richten. Boskovic, Hofmann, Dober. Flanke gut, Jelavic auch gut. Meine Herren. Rapid trifft zum 14. Mal in dieser Saison nur Aluminium. Damit Nummer 1 der Liga in dieser Kategorie. Aber dieser Fallrückzieher von Jelavic hätte sich einen Treffer verdient. Pickfeine Flanke von Dober und dann Jelavic im Scherenschlag. Verkehrt zum Tor stehend, vorbei am verdutzten Hoheneder. Der Wechsel bei Rapid ist vollzogen. Kavlak nimmt das mit einem Fußtritt zur Kenntnis. Ja, ja, Willi und die Saison 08-09. Mario Tokic mit der nächsten Gelegenheit nach einem weiteren Steffen Hofmann Eckball. Jetzt gibt es da einen Krampf im Last-Strafraum. Das Ganze nach nur 12,5 Minuten in der zweiten Hälfte. Tomasz Wisio ignoriert die entschuldigende Geste von Meierhofer. Nochmal zum Genießen. Nikica, Akrobat, Jelavic. Eine ähnliche Situation hat der Austria's Joachim Standfest in dieser Saison in Klagenfurt getroffen. Der Treffer wurde ihm aberkannt von Schiedsrichter Messner wegen gefährlichem Spiel. Aber auch damals wie heute, der Verteidiger mit dem Kopf eher zum Fuß des Gegners gegangen. Der LASK extrem unter Druck. Eckball Nummer 10 für Rapid. Aus dem 8. fiel der Ausgleich. Hofmann, andere Variante, Dober direkt. Der hat gefährlicher ausgesehen, als er letztlich war. Völlig verzogen von Andreas Dober, aber den musste er natürlich direkt nehmen. Und wenn der Andi Dober etwas wirklich sehr gut kann, dann aus der Distanz schießen. Das war einer seiner schwächeren Versuche. Gegen Hoheneder, faires Tackling des Linzer Innenverteidigers. Und jetzt mal Platz für den LASK, aber die Linzer machen nichts draus.
Der Pass Richtung Sascha Pichler verunglückt im Seitenaus und es geht in Kürze gleich wieder in die andere Richtung. Mit einem Fehlpass auf 3 Meter Entfernung versucht den Fehler auszubessern, ist ihm nicht ganz gelungen. Drazan, Doppelpass mit Meierhofer, dann lässt Schiedsrichter Thomas Steiner zunächst Vorteil gelten, es wurde aber kein Vorteil. Und jetzt pfeift er die Linzer zurück und gibt den Freistoß für Rapid. Gute Entscheidung des Schiedsrichters. Mario Tokic hat da eine weitere Verwarnung gefordert, die gab es aber nicht, wäre ja eine schlimme für Hoheneder gewesen, der ist schon gelb belastet. Hofmann gut an den 5-Meter-Raum gezirkelt, Boskovic war mit dem Kopf dran, Jelavic nicht. Spieleröffnung durch Andreas Luxe, Fragezeichen, Rufzeichen. Ja, Hofmann, nicht zu bremsen da draußen, nur mit einem Foulspiel und jetzt gibt es eine weitere gelbe Karte gegen den LASK. Herr Biermeier, wenn Sie sich mal zu mir gesellen wollen, die Worte von Thomas Steiner. War er einfach zu spät, Hofmann zu wendig, zu schnell im Antritt, keine Chance mehr auf ein faires Tackling, daher dieses, naja, halbtaktische Foul und eine weitere Freistoßgelegenheit für die Wiener. Mauer steht da höchstens 6 Meter entfernt, muss noch einige Schritte zurück, jetzt passt's. Hofmann oder Ketteler? Ketteler! Wird da auch am Leiberl gehalten. Salomonisches Urteil des Schiedsrichters. Nächster Eckstoß. Rapid. Ja, kein Kavlak mehr da. Jetzt schießt auch Hofmann von links. Hat er übersehen, dass Ketteler ihm entgegengekommen ist. Keine kurze Variante. Soll wohl wieder Richtung Meierhofer gehen. Geht's aber nicht. Tokic schickt den Ball zurück. Zagelmeier zum wiederholten Mal in dieser heutigen Partie mit der Faustabwehr. Pichler. Mutig von Biermeier, diese Grätsche, hat gerade gelb gesehen, hat er zu seinem Glück den Gegenspieler, nämlich Boskovic, nicht erwischt. Zagelmeier mit Beschäftigungstherapie, aufgepasst auf diese Faustabwehr, da ist der Kontakt mit Hannes Eder und dabei hat sich der Linzer Goalie leicht verletzt.
Kostic. Mal gelungener Haken um Ketteler herum. Flanke sollte Florian Klein erreichen. Das ist aber nicht gelungen und es gibt auch nicht Einwurf für den LASK. Klein wähnte der Dober noch mit den Haarspitzen am Ball. Ganz drei. LASK sollte jetzt versuchen, wieder Ballsicherheit zu gewinnen, auch wenn das dann nicht schön ausschaut. Solche Ballverluste in der Vorwärtsbewegung tun den Linzern gar nicht gut. Jelavic. Ja, kommt Zagelmeier spät auf das Handzeichen von Hoheneder raus, aber nicht zu spät. Minuten rum beim augenblicklichen Zwischenstand ist Rapid wieder Tabellenzweiter, aber das reicht den Grün-Weißen natürlich bei Weitem nicht. Ein Sieg soll noch her. Der LASK hat es in den letzten Minuten geschafft, aus dieser Umklammerung etwas rauszukommen. Boskovic mit einer Umklammerung der anderen Art leicht angeschlagen. Naja, Vastic lässt es ganz schön krachen. Ganstra hält den Ball im Spiel. Hannes Eder behält die Übersicht. Meierhofer für Boskovic. Der läuft wieder rund. Handspiel von Davorin Kabler. Damit gleich der LASK nach gelben Karten aus. 3:3. Ob das so beabsichtigt war von Kabler, lasse ich mal dahingestellt. Naja, also der rechte Arm bewegt sich natürlich. Okay, gelbe Karte auch vertretbar. Und schon wieder ein Freistoß für Rapid. Rund 10 Meter außerhalb des Strafraums. Ketteler oder Hofmann war die Frage auf der anderen Seite. Da hat es der Linksfuß von rechts gemacht. Jetzt wohl der Rechtsfuß von links, Steffen Hofmann. Boskovic. Ein harter Zweikampf zwischen Ganstra und Boskovic. Diesmal läuft das Spiel weiter. So, und dann Vastic und Hannes Eder und dann Sascha Pichler mit Mario Tokic. Also jetzt fallen sie um wie die Rüden und das sicherlich nicht freiwillig. Also ohne jetzt das Alibi-Zeitlupe abzuwarten, sage ich mal, das vorher war eher ein Vergehen von Vastic an Eder, bei dem sich der Linzer kann, ja hier, ganz klar, Elbowing von Ivo Vastic, der dann eine Bruchlandung noch hinlegt. Ja, und das auch ein gelbwürdiger Einstieg von Pichler gegen Tokic, aber da hat Thomas Steiner gerade auf die anderen beiden Streithanseln geschaut. Das wäre eigentlich ein Fall gewesen für den Schiedsrichterassistenten, für Benjamin Steuer. Hofmann. An drei vorbei, beim vierten war Schluss. Vastic, es geht noch. Lindenberger hat seinen Kapitän gerade gefragt, kannst du noch? Offenbar kann er, denn er ist jetzt wieder gut zu Fuß.
Jetzt haben wir 70 Minuten gespielt und in 25 Minuten dieser zweiten Spielhälfte hat der LASK noch kein einziges Mal auf das Tor von Andreas Luxe geschossen. Die Linzer hauptsächlich mit Defensivaufgaben ausgelastet. Jeder. Eikinen, dem steht der Handemir auf den Fersen. Hofmann jetzt mit der Spielverlagerung. Ketela, der zweikampfmäßig zwar etwas abgebaut hat, aber jetzt so richtig im Offensivspiel des SK Rapid integriert ist. Kein Wunder, Willi Kavlak spielt ja nicht mehr mit. Ja, Pichler, jung, forsch, frisch, gewinnt zunächst das Laufduell gegen Tokic, aber der alte Fuchs Mario Tokic weiß genau, wie er da noch seinen Körper einsetzen muss, um Schlimmeres zu verhindern. Wieder gegen zwei Gegenspieler. Diesmal kann er sich nicht durchsetzen. Dann der Freistoß für den LASK. Andreas Dober fassungslos. Aber irgendwie war da schon das Bein noch dabei gegen Florian Klein oder auch die Hand. Die Tiefflieger nehmen Überhand im Hanapi-Stadion. Wenn ich gesagt habe, noch kein Torschuss der Linzer in der zweiten Hälfte, das birgt natürlich auch eine gewisse Gefahr. Andreas Luxe ist kalt. Ein gefährlicher Ball auf sein Tor könnte das Unternehmen Rapid-Sieg hier wieder in Frage stellen. Drazan, technisch brillant. Saurer zieht dann noch rechtzeitig zurück und das muss gelb-rot geben für Thomas Biermeier. Gibt es aber nicht, oder? Also der Biermeier hier will er den Ball gar nicht, drückt und drückt gegen Drazan. Deutet dann noch, er habe den Ball gespielt, mutig. Und der großzügige Thomas Steiner belässt dabei, dass der LASK noch vollzählig auf dem Feld vertreten ist. Freistoß Hofmann. Zum wiederholten Male. Und zum wiederholten Male schaut nichts dabei raus. Ketela. Der Ball lange in der Luft. Jelavic mit dem Hinterkopf, aber die Distanz doch sehr groß. Moskowitsch aus dem Fußgelenk mit dem rechten. Jelavic, Zangmeier. Da hat Nikica Jelavic wohl zu lange überlegt, wie lege ich es denn an. Ja, Ball springt einmal auf, zweimal und dann hat er keine ideale Schussposition mehr. Und Zangmeier verkürzt auch perfekt den Winkel. Und jetzt gehen wir gleich in diese berühmte Rapid-Viertelstunde. 13 Treffer hat Grün-Weiß in dieser Saison ab der 75. Minute schon erzielt. Tolle Bilanz auf der anderen Seite. Der LASK, naja, 9 Gegentore ab Minute 75.
Nur die Altacher haben da ihre Schießbude noch weiter geöffnet. Jene Altacher, die mit Udo Jürgens in die Pause gehen. Mit 66 Gegentoren, da fängt der Winter an. Razan Jelavic kommt mal aus der Etappe. Der ist immer noch viel unterwegs. Wieder Biermeier mit dem Foul. Dober bringt da die Flanke. Er bringt sie gut, aber etwas zu weit für Boskovic, etwas zu kurz für Meierhofer. Ja, und dann Ivica Vastic mit einem Passball ins Niemandsland. Zumindest wieder Ballberührung für Luxe. Ja, so schlimm war das von Biermeier hier nicht. Foulspiel war es allemal. Und der junge Mann darf sich wirklich glücklich schätzen, wenn er beim Schlusspfiff noch auf dem Spielfeld ist. Unter Standing Ovations der Rapid-Fans die nächste Flanke von Drazan, wieder Kabler mit dem Kopf zur Stelle. Vastic. Dichler natürlich jetzt die arme Sau dieser Partie als Solospitze bei den Linzern mit wenig Unterstützung. Kaum ein brauchbarer Ball aus dem Mittelfeld. Die Lask-Devise kann wohl nur noch heißen, drüber bringen, mitnehmen. Weihnachten feiern. Aber wir haben erst 77 Minuten gespielt. Rapid kommt wieder über Andreas Dober. Es ist wieder Jelavic und wieder Davorin Kabler, Zweikampfsieger. Zur Halbzeit noch mit negativer Zweikampfbilanz hat Kabler in der zweiten Hälfte diese Statistik gehörig umgedreht. Drazan an und dann Handspiel Meierhofer. Jo, ein leichtes Bewerbungsvideo für Peter Kleinmanns Hot Volleys. Allerdings den Gegner stoßen darf er bei der anderen Sportart nicht, aber das mit dem Baggern hat er schon ganz gut drauf. Und die Hot Volleys können augenblicklich jeden guten Spieler gebrauchen, das nur zur Vollständigkeit. Visio, Pichler, jetzt bekommt er mal einen verwertbaren Ball. Wollte Visio mit dem Pass zurück belohnen, später aber doch die Abseitsentscheidung gegen die Linzer. Jetzt hat sich Jelavic etwas übernommen. Aber dieser Davorin Kabler lässt in der Schlussphase dieser Partie gar nichts anbrennen. Starke Vorstellung wieder. Ebenso Branko Boskovic, treibende Kraft im Rapidspiel. Nachdem sich Hofmann da in Zweikämpfen aufreibt, immer wieder Boskovic, der den letzten Pass versucht. Diesmal Hofmann auf Meierhofer. Gegen Visio, Höchststrafe, Meierhofer, nix. Aber jetzt hat er Lange doch mal wieder gezeigt, dass er auch balltechnisch ab und zu richtige Gusto-Stücke drauf hat. Kontermöglichkeit, Pichler, gute Flanke. Und dann Ivica Vastic im Luftzweikampf mit Tokic. Und mit einem Kopfball der Marke unterdurchschnittlich. Meierhofer, Gurke für Visio. Dann wartet er vielleicht etwas zu lange. Harter Schuss auf die kurze Ecke, aber dort stand der, der dorthin gehört, Michael Zagelmeier.
Ja, das war sehr humorlos gelöst von Marcel Ketteler. Vielleicht das auch das Signal für Zoki Barisic, wieder aufzuspringen und den nächsten Wechselspieler von Rapid zur Bank zu holen. Und das ist, wenn ich es richtig sehe, ein weiterer Stürmer, nämlich René Gadler. Stefan Ebner hat auch schon den Befreiungsschein an Markus Hameter abgegeben. Kann nicht mehr lange dauern, bis hier nochmal gewechselt wird. Zweikampfsieger Drazan Jelavic. Er wird wohl in Kürze Platz machen für René Gadler. Jetzt holt Jelavic nochmal einen Freistoß raus. Das war seine letzte Aktion in dieser Partie. Starkes Spiel von Nikica Jelavic. 7 Torschüsse. Der interessanteste davon natürlich dieser Rückzieher ans Aluminium. Und eine sehr brauchbare Zweikampfbilanz von Jelavic. Nämlich 58% gewonnene Duelle Mann gegen Mann für einen Stürmer aller Ehren wert. René Gadler mit seinem ersten Einsatz seit Runde 11, seit dem 2:1-Sieg gegen Sturm Graz. Und ein 2:1 will Rapid auch heute haben. Dober. Der Kracher bleibt hängen in einer schwarz-weißen Menschenmauer. Ja, erstmals René Gadler, Meierhofer, Boskovic, das gibt's nicht. Eieieiei, Zagelmeier, der Teufelskerl, hält den Lask weiter im Spiel. Aufgabe, denn das Handspiel von Meierhofer wurde nicht geahndet. War das schon der Matchball? Naja, gut 7 Minuten plus Nachspielzeit noch auf der Uhr und das Pfeifkonzert deshalb, weil Ivica Vastić in Minute 83 Platz macht für den Mann des Spiels, möchte ich sagen, des LASK gegen Sturm Graz, Thomas Hölzschl, der den Assist geleistet hat zum entscheidenden Treffer in der Nachspielzeit von Christian Meierleb. Und apropos Meierleb, der ist ja auch schon ausgewechselt, deshalb jetzt Niklas Hoheneder, der temporäre Kapitän der Linzer Athletiker. Klaus Lindenberger schickt gleich noch einen hinten nach. Nimmt seinen Torschützen raus. Christoph Saurer. Der hatte nur 19% gewonnene Zweikämpfe. Das ist eher ein vernichtender Wert. Aber er hat den Treffer geschossen bei 4 Torschüssen. Einmal ins Netz. Und er wird abgelöst von Benjamin Freudenthaler für ihm die 5. Einwechslung in dieser Spielzeit. Drazan gegen Florian Klein, der jetzt wieder die Position rechts im Mittelfeld übernommen hat. Ja, wieder Handspielverdacht da bei René Gadler. Und dann Tokic. Jetzt sichert überhaupt nur noch Hannes Eder bei Rapid hinten ab. Boskovic. Drazan. 4 Tore hat er schon vorbereitet und dabei bleibt es vorläufig. Und Thomas Steiner kein Vergehen an Michael Zagelmeier geortet, deswegen läuft das Spiel noch immer weiter.
Meierhofer ja, zieht auch zurück. Boskovic geht nur Richtung Ball. War kein Foulspiel am Linzer Schlussmann. Und gut, dass da noch der Neo-Kapitän Niklas Hoheneder vor der Torlinie zur Stelle war. Foulspiel Häkkinen. Wenn ich eingangs der Partie gesagt habe, nur 32 Fouls im Schnitt pfiff Thomas Steiner in dieser Saison. Das war Vergehen Nummer 40 und das ist Liga-Durchschnitt. Kein Foulspiel von Hölschel. Wird der LASK noch mal mutig in diesen letzten Minuten? Klein, gutes Tackling, Drahtzahn, aber klarerweise Einwurf für den LASK. Kein Abseits. Der Hölschel. Ja, und da im Strafraum geht es zur Sache. Tokic und Bichler mit Ringkämpfen und mit dem einen oder anderen Faustschlag. Also das hat nichts mit Fairplay zu tun. Aber Sie sehen, sowohl Thomas Steiner als auch sein Assistent Steyer haben da nur Augen für den Ball. Es war richtig schmutzig. Tokic gegen Bichler. Noch ein zärtlicher Klaps, dann ging es zur Sache. Aber zur Sache geht es auch noch im Spiel. Klein, diesmal für mich abseits, Bichler, und auch schon angezeigt von Benjamin Steyer. Ja, 20 Zentimeter. Im Kampf mit der Quandlaus, alle haben die mehr. Nochmal sein Gusterstückerl von Steffen Hofmann. Drahtzahn, den kriegt er nicht mehr. Dabei sollte der eigentlich noch relativ frisch sein. Mal aufmunternde Worte von Zoki Barisic. Auch Peter Backholt gibt nochmal alles. 2 Minuten exklusive Nachspielzeit. Was dieses Spiel jetzt braucht, ist ein Ball und möglicherweise einen neuen LASK-Torhüter. Nur Bichler, Hölschel, Freudenthaler eingewechselt. Also Silvia Czavlina sehen wir heute sicher nicht mehr in Aktion. Sie haben das vielleicht noch in Erinnerung, diesen Crash zwischen Zagelmeier und Eder vor einigen Minuten. Da begann die Leidensgeschichte der Linzer Nummer 12. Genau hier. Und das Letzte, was ich Zagelmeier jetzt unterstellen möchte, ist Schauspielerei, um hier etwas Zeit von der Uhr zu kratzen. Er hat ein brenngutes Spiel gemacht, Michael Zagelmeier, mit einigen tollen Paraden. Beim Ausgleich durch Meierhofer war er absolut ohne Chance. Aber allein diese Fußabwehr in der Horizontalen, einen Meter über dem Boden gegen Branko Boskovic, war schon absolut sensationell. Ketteler. Es wird wieder Zeit für Markus Hameter, der wird uns gleich 4 Minuten Nachspielzeit anzeigen. Für Klaus Lindenberger offenbar zu viel. Viel zu viel für den Bubi.
Nächster Freistoß Rapid nach dem Foul an Branko Boskovic. Piermeier, die siebente in diesem Spiel. Kein anderer LASK-Spieler hat so oft hingelangt wie jener mit der Rücknummer 24. Hofmann. Zagelmeier. Wahnsinn. Unter Schmerzen, mit Herzen und mit einer spektakulären Flugeinlage. Ja, dann fällt er natürlich wieder schmerzhaft auf. Aber drei Minuten knapp muss er jetzt noch die Zähne zusammenbeißen. Das Dutzend ist voll. 12. Eckstoß für Rapid. Tja, das Marcel Ketteler wäre im Eishockey ein unerlaubter Weitschuss. Zagelmeier überlässt jetzt auch den Torabstoß Niklas Hoheneder. Nochmals Boskovic. Gutes Tackling von Ganstra, der sich auch gefangen hat nach einigen Foulvergehen schon in der ersten Viertelstunde. Dann immer wieder mit Ferntacklings unterwegs. Übrigens nicht so alle Handemir in dieser Situation. Zum wievielten Mal schon, ich höre mir nicht mitgezählt, Freistoß für Rapid aus einer ähnlichen Position da. Nochmals die Gelegenheit für Steffen Hofmann, diesmal wieder nicht direkt schießen. Hoheneder mit der Kopfabwehr. Und schwärmen sie jetzt nochmals aus, die Linzer. Naja, Bichler versucht es zumindest. Ketteler unterbindet den Konter schon tief in der gegnerischen Hälfte. Also die Serie der ungeschlagenen Heimspiele wird wohl anhalten bei Rapid. Aber gibt es noch einen Lucky Punch in der Nachspielzeit, der für drei Punkte gut ist? Die letzte Minute läuft. Ketelers Flankeneinwurf findet allerdings nur Hoheneder. Ball kommt zurück in den Strafraum. Dort stolpert René Gadler durch die Gegend, hat eine leichte mitbekommen, aber es ehrt ihn, auch dass er da nicht einfach zu Boden gegangen ist. Um vielleicht einen Strafstoß zu provozieren. Herr Lindenberger ist knapp dran an seinem ersten Auswärtspunkt als LASK-Bundesliga-Trainer. Dementsprechend auch noch die Emotion eher der negativen Art, da das Spiel noch immer läuft und seine Mannschaft nicht fähig ist, den Ball auch mal nach vorne zu befördern. Ganz im Gegenteil, da ist Christopher Trazan, Querschläger. Ja, das sollte es gewesen sein für den Bubi und die Seinen. Meierhofer auf der Flucht erschossen und das Thomas Steiners letzter Pfiff in der österreichischen Bundesliga beschert dem LASK ein letztlich schmeichelhaftes 1:1. Um genauer zu sein, Rapid 1, Michael Zagelmeier 1. Was der LASK-Torhüter heute hier vollbracht hat, grenzt phasenweise an Wundertaten. Und das, obwohl er in der Schlussphase nicht mehr hundertprozentig fit war. Dementsprechend auch die Umarmungen seiner Mannschaftskollegen, die wissen genau, bei wem sie sich heute zu bedanken haben. Der LASK ist aus der ersten ernsthaften Offensivaktion nach einer halben Stunde hier mit 1:0 in Führung gegangen. War in der zweiten Hälfte unter permanentem Druck. Hat es aber dank des Torhüters über die Zeit gebracht. Rapid mittlerweile 18 Heimspiele am Stück ungeschlagen, aber dieses Remis heute
fühlt sich für Buckelt und Designern wahrscheinlich wie eine Niederlage an. Thomas Steiner hat gut lachen, hatte einige kritische Momente in der ersten Hälfte, als er nicht immer Herr der Lage war. In der zweiten Hälfte hat er relativ souverän agiert und Thomas Biermeier ein kleines Weihnachtsgeschenk gemacht, indem er den Lastspieler nicht mit Gelb-Rot vom Platz geschickt hat. Wir werden Thomas Steiner in der Bundesliga vermissen, aber ich hoffe, er bleibt uns in irgendeiner anderen Funktion beim Fußball erhalten. Ja, was für ein Kraftakt, was für ein Geduldsakt für den Lastgoli. Aber Michael, sag ich mir vielleicht auch, was für Akt der Schmerzen, was war das für eine Partie für Sie? Nein, ich glaube, es war für mich sicher eine ganz besondere Partie. Ich glaube, für jeden jungen Spieler da im Hanapi-Stadion ganz besonders. Und ja, es war natürlich dann schwierig. Dann bei einer Aktion, wo wir zwei Rapidler angehen, in eigenen Fünfer, ein Knie blöd in die Hüften rein. Ich habe keinen schnellen Schritt mehr machen können. Und ja, war dann am Schluss wirklich noch eine Zitterpartie für uns. Aber wir können, glaube ich, mehr zufrieden sein mit dem Punkt. Wie nah war es denn für Sie wirklich am Aufhören müssen für heute? Ja gut, aufhören. Wäre ja nicht gegangen. Es wäre nicht gegangen. Und ich sage, 10 Minuten kann man immer durchbeißen. Vor allem in so einer Kulisse. Und wollte die Mannschaft in den Stich lassen und war keine Frage an Aufhören oder so. Jetzt haben alle auf den LASK hingedroschen die letzten Monate. Gibt es ein paar Gewinner beim LASK? Einen Michael Zagelmeier vielleicht? Ja, Gewinner, ich sag, wir haben die letzten zwei Spiele nicht verloren. Gegen Ried nur knapp in den letzten Minuten verloren. Ich sag, da waren wir alle Gewinner jetzt in die letzten drei Wochen. In den letzten zwei Wochen, wo wir die Spiele noch gewonnen haben und unentschieden heute noch erkämpft haben. Das ist nicht nur, sicher läuft es für mich jetzt gut, ich habe jetzt gespielt, aber das Wichtigste ist, dass wir mit der Mannschaft jetzt Erfolg gehabt haben. Das ist das Allerwichtigste. Pflegen Sie sich. Guten Rutsch. Danke. Ja, und für den Michi Zagelmeier schließt sich da irgendwie ein Kreis. Bundesliga-Debüt vor etwas mehr als einem Jahr bei diesem legendären 4:4. Und auch heute sorgt er dafür, dass der LASK mit einem Punkt nach Hause fährt aus dem Hanapi-Stadion. Mit Silvia Czavlina ist das nicht gelungen. Wenn wir uns die nackten Zahlen dieser letzten Herbstpartie anschauen, dann verdeutlichen die auch, dass Rapid eine gefühlte Niederlage hinnehmen musste. Ein einziger LASK-Torschuss in der zweiten Hälfte und der kam nicht auf den Kasten von Andreas Luxe. 34 Torschüsse hatte der LASK, hatte Rapid beim 5:0 gegen den LASK im November hier. Das ist Saisonrekord. Heute immerhin auch 28. Ballkontakte plus Zweikämpfe sprechen für Rapid. Der LASK hat sich auch mit fast doppelt so vielen Fouls anständig gewährt. Ich freue mich jetzt auf eine heiße Badewanne und ein Glas guten alten Single Malt Scotch Whisky. Sie freuen sich hoffentlich auf unsere letzte Bundesliga-Nachberichterstattung in diesem Kalenderjahr. Die beginnt mit einem Interview von Jörg Kühne mit dem Rapid-Torschützen. Auf Wiedergrüß. Ja, und der heißt bekanntermaßen Stefan Meyerhofer und war heute schon wieder spitz. Ja, ich bin immer spitz, aber bevor ich jetzt irgendwelche Fragen beantworte, möchte ich mal das von letzter Woche klarstellen. Den Torjubel mit schwarzer Paste, was fällt euch eigentlich primär ein? Was der Rubino Kotti und ich unter der Woche machen mit Zeitungen, das ist einfach nur ein Derby anzuheizen. Aber welcher Kommentator spricht solche Sachen aus im Fernsehen? Das finde ich echt schlecht von euch. Gut, wir nehmen uns zur Kenntnis. Entschuldige ich mich gleich on air dafür. Nicht bei mir entschuldigen, sondern bei Rubino Kotti. Ja, weil was ich für ein Torjubel mache, das kann euch ganz egal sein. Was wir zwei miteinander haben, ist ganz egal. Wir wollen Fußball spielen und wir wollen die Leute unterhalten. Aber das ist diskriminierend, das ist nicht richtig. Das gehört und hat im Fußball nichts verloren. Dann frage ich Sie jetzt aber trotzdem, was mit dem heutigen Torjubel los war. Sich den Mund abwischen muss einer, der Blödsinn redet. Das tun Sie doch nicht. Ja, das war auch nicht auf mich bezogen. Sondern? Das können sich die Leute jetzt denken, was sie wollen. Sie wären der Riesenstar dieser Liga, wenn es dann nicht diesen Marc Janko gäbe. Der ist jetzt schon auf Urlaub. Sie können über ihn sagen, was Sie wollen. Na, zum Glück fliege ich mit Marc gemeinsam in Urlaub. Und das ist das Schöne, dass wir gemeinsam den Urlaub verbringen und ich freue mich drauf. Er hat zwar da 3 Tage länger Urlaub wie ich. Ich gönne es ihm, er hat es verdient. Er hat 11 Tore mehr und ich freue mich auf den Urlaub. Wie lange soll dieser Urlaub dauern, wenn alle Tore von Ihnen beiden analysiert werden sollen? Ja, dann dürfen wir vielleicht erst wieder im Sommer kommen, aber wir sind am 3. Januar schon wieder gestellt, ist ein Problem. Wann müssen Sie heute nach Hause? Was hat die Mama gesagt? Ja, die Mama ist sehr streng momentan mit mir, weil wir umziehen und relativ viele Sachen erledigen müssen. Und ja, spätestens am Donnerstag muss das Bett im neuen Haus stehen. Zum Glück fliege ich am Donnerstag weg, somit kann ich mir noch ein bisschen Zeit lassen, aber ich muss jetzt gleich zum Friseur. Dann noch gute Nacht in dem alten Bett. Vielen Dank. Ja, die gute Kinderstube oder doch nicht, egal. Am Ende 1:1 der Endstand zwischen Rapid und dem LASK Stefan Meyerhofer. 6 Minuten im Spiel
macht den Ausgleichstreffer und damit bleibt Rapid zu Hause im Jahr 2008 ungeschlagen. Am Ende aber nur ein 1:1 wahrscheinlich, weil man vor dem Spiel eigentlich hier mit einem Sieg gerechnet hat, Hans Krankl. Ja, es ist sicherlich eine Enttäuschung für Rapid und man hat wieder für Salzburg gespielt. Es sind leider verlorene Punkte. Rapid sollte das schon das Spiel gegen LASK gewinnen. Haben auch zweite Hälfte Chancen gehabt, um das Spiel zu gewinnen. Haben sie leider nicht gemacht, außer das eine von Meierhofer. Ja, wir wollen dann auch noch über Stefan Meierhofers Jubel sprechen. Wir wollen aber zuvor den Treffer des LASK nochmal sehen aus der ersten Spielhälfte, in der Hans Krankl der LASK Rapid überrascht hat mit sehr disziplinierter Defensive und mit einem blitzsauberen Konter in der 29. Minute und dem Tor vom Sauer. Sehr konzentriert und mit dann und wann nicht sehr viele Konter, aber in der Defensive konzentriert und wenn Konter waren, hier sehr gut abgeschlossen. Der LASK war viel besser wie zuletzt und hat sich ungefähr sogar dieses 1:0 verdient. In der ersten Hälfte, in der zweiten Hälfte dann In der zweiten Hälfte war der LASK viel schlechter. Zweite Hälfte konnte auch nicht mehr zusetzen, da gab es dann das 1:1. Aber was bleibt ist, der LASK nach 9 Niederlagen in den letzten beiden Spielen gegen Sturm und Rapid 4 Punkte. Das wird Klaus Lindenberger freuen, der uns ja dann Jörg Kühne wohl im Frühjahr auch erhalten bleiben wird als Trainer. Also die Bilanz der letzten zwei Runden, die ist so richtig gut. Dieser Führungstreffer heute Abend, Klaus Lindenberger, na der war erst richtig gut. Was war heute sonst noch gut und nicht so gut im LASK-Spiel? Gut war die ganze Mannschaft, gut waren einzelne Spieler, wie sage ich mal im Tor zum Beispiel. Aber auch die Kompaktheit, die glaube ich für uns wichtig war, dass wir vor allem erste Halbzeit dagegen gehalten haben, das System sehr, sehr eng gemacht haben, den Platz für Rapid kaum geschaffen haben. Zweite Halbzeit war es dann schwieriger, klarerweise, weil natürlich Rapid alles auf eine Karte setzen musste. Aber ich denke, dass wir doch mit Glück, muss man auch ehrlicherweise sagen, aber das diesmal drüber gebracht haben. Sehr lacht in Ihr Goalie-Herz, wenn Sie dem Michael Zagelmeier zusehen, außer bei der einen oder anderen Flanke. Ja gut, er ist ja nicht der Größte, da muss er das mit Reaktion wettmachen, aber ich denke, wenn er so spielt, dann weiß man, was man an ihn hat und wie gesagt, das sind einfach Spieler, die ich liebe, die einfach mit Herz bei der Sache sind und vor allem auch in der notwendigen Situation auch das unbedingt Glück haben, aber auch das Herz, ihn weiterzuspielen, wenn sie verletzt sind. Klaus Lindenberger, was haben Sie nur aus dem LASK gemacht? Freudenthaler, Hamdemir, Hölzschl, Piermeier, Zagelmeier, die Frage ist bitte nicht negativ gemeint. Nein, aber ich habe ja gewusst, dass die Spieler hundertprozentig in Ordnung sind, dass sie auch ein gewisses Potenzial haben. Man muss sie nur in die Kompaktheit hineinführen, aber das dauert halt seine Zeit. Und vor 5 Wochen hat man noch gesagt, na, die sind nichts, aber jetzt sind sie doch was geworden. Peter Michael Reichel, mit dem soll es nächste Woche ein Gespräch geben. Sie haben sozusagen freie Wahl. Was will ich beim LASK im Frühjahr sein? Was wollen Sie denn sein? Wir wollen diesen Weg, den wir jetzt die letzten 6-7 Wochen gegangen sind, einfach fortsetzen. Wir wollen, dass wir Kontinuität hineinbringen, im Verein einmal Ruhe haben, gut und gezielt arbeiten können und dann sieht man auch, dass man Erfolg einfahren kann. Das heißt, Sie wollen und werden LASK-Trainer bleiben? So wie es jetzt ausschaut, ich will, ich werde und das wird auch die Zukunft sein. Und wenn es nichts daraus wird, dann könnten Sie ja vielleicht ein paar Wuchteln schreiben. Andere Goalies wie Funky Feurer machen so etwas auch. Wäre das was für Sie? Schreiben nicht, aber es lesen werde ich es auf alle Fälle. Gut, das ist sein 4. Buch, Werbung haben wir untergebracht. Kommen Sie gut heim. Danke, Klaus Lindenberger. Danke. Also der LASK kann sich freuen natürlich mit dieser Serie am Ende des Herbstdurchgangs. Rapid 1:1 der Endstand. Das Tor in der 51. Minute, den Jubel von Meierhof haben wir schon gesehen. Wir wollen auch den Treffer sehen. Standardsituation, Hans Krankl, Hofmann mit der Flanke und Meierhofer das, was er am besten kann. Ja, natürlich. Da ist er enorm gefährlich und man sieht auch, wie er hier oben steht. Ja, ganz klar, Boden auf, wunderbar. Also. Die Frage stellt sich für uns alle. Es ist ganz klar, warum hat er nicht von Beginn an gespielt. Also ich kenne nicht die Hintergründe, als ich hierher gekommen bin, habe sie recherchiert, er hat eine Wadenverletzung und aufgrund der Wadenverletzung wird er geschont. Also wenn ein Spieler Wadenverletzung hat, dann kann er nicht spielen, dann muss er auf der Tribüne sitzen, er ist auf der Bank gesessen, er ist in der zweiten Hälfte ins Spiel gekommen und er hat den Ausgleich geschossen. Also warum er nicht von Beginn an gespielt hat, das entzieht sich meiner Kenntnis, das kann nur er oder der Trainer beantworten. Er hat gezeigt, in dem Moment, wie er im Spiel war, dass er sofort brandgefährlich ist und das Tor geköpft hat. Allerdings nicht mehr, aber gut, man kann nicht von ihm alles verlangen. Aber man muss auch sagen, dass Rapid Chancen gehabt hat, das Spiel zu gewinnen. Absolut. Heute sind sie ganz einfach nicht reingegangen. Ja. Also Thema Nummer 1, der Torjubel des Stefan Meierhofer sicher, aber auch Peter Parkholt. Wieso hat er eben nicht von Beginn an gespielt heute? Erstens möchte ich mir jetzt die Gelegenheit nützen, allen Rapid-Fans und nicht nur Rapid-Fans, sondern allen anderen ein schönes Weihnachtsfest wünschen, ein friedliches Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch ins neue Jahr. Ich denke, wir haben heute wirklich ein sehr, sehr gutes Heimspiel hier abgeliefert. Wir sind heute nur gescheitert eigentlich an einem Tormann. Die Mannschaft hat von der ersten Minute an wirklich sehr, sehr viel Druck gemacht, hat sehr, sehr viel Ballstaffetten gehabt, hat wirklich sehr, sehr viele Chancen ausgespielt. Und ja, wir haben eigentlich nur gegen einen Mann gespielt und das war der Tormann und der hat LASK diesen Punkt gerettet. Wie viel Stolz kommt denn da aus Ihrer Antwort durch, stolz auf das Jahr 2008 zu sein, stolz auf Ihre Heimbilanz, immerhin nur dreimal im Hanapi-Stadion verloren. Wie stolz sind Sie denn auf diese ganze Rapid-Familie, auch auf sich selbst, Peter Bakult? Ja, ich habe in der Vergangenheit ja viel mitgekriegt, wer alle heimstark ist und da schmunzelt man natürlich immer wieder und ich habe aber meinen Kommentar gesagt. Aber ich glaube, ich hoffe, dass Sie mir jetzt korrigieren, wenn ich jetzt am Blödsinn sage, aber ich glaube, Rapid ist die einzige Mannschaft 2008, die ungeschlagen ist. Und nicht nur 2008, ich glaube, die letzte Niederlage war irgendwann im Oktober, voriges Jahr. Also es ist immer von gewissen Vereinen von Heimstärke gesprochen worden und Rapid hat das ganze Jahr 2008 inklusive dieser Meisterschaft eine Performance abgelegt zu Hause, die war schon sehr, sehr lobenswert. Wir spielen einen sehr, sehr guten Fußball, wir schießen Tore. Heute vielleicht um das war zu wenig, um zu gewinnen, aber das Ziel war vor diesem Spiel den Platz 2 zu halten, den haben wir gehalten. Zwar hätten wir sich vielleicht mit einem Dreier mehr gewünscht, gar keine Frage, aber ich kann nur stolz sein auf die Fans. Ich kann nur Dankeschön sagen an die Fans, an die Mannschaft für dieses Jahr 2008. Das hört man jetzt auch durchaus durch. Eines haben wir noch vergessen. Wieso Stefan Mayhofer nicht von Beginn an heute? Stefan Mayhofer hat die ganze Woche nicht trainiert. Also der hat gestern das erste Mal trainiert, diese 30 Minuten, was man gestern trainiert hat, hat nicht können, hat sich vor dem Austria-Spiel, muss ich auch dazu sagen, leider beim Abschlusstraining mit einem Zusammenschluss mit Jürgen Bartoch auf der Wade verletzt, hat dort einen Bluterguss, glaube ich, in der Wade drinnen und der hat ihm eigentlich die ganze Woche auch schon vorher gehindert und dadurch war es für mich ganz klar, dass ein nicht fitter Spieler oder nicht hundertprozentig fitter Spieler ein Risiko ist und man muss auch dazu sagen, der Jelavitz hat in dieser Woche hervorragend trainiert, man hat gesehen, wie giftig und wie er sich endlich gefunden hat in der Mannschaft, wie er auch heute wieder sehr, sehr gut gespielt hat. Schade, dass dieser Vollrückzieher, das war das Tor des Jahres, wo er leider nur an die Stange gegangen ist. Und ja, ich bin eigentlich froh, dass wir, sage ich jetzt einmal, dreieinhalb gute Stürmer haben. René Gartler, der was eingewechselt ist, muss im Frühjahr dann beweisen. Das Talent hat er und ich denke auch, dass er auch an diese drei Stürme herankommt. Da war der Jelavitsch noch einmal zum Genießen. Peter Bakult, abschließend, was nehmen Sie sich selbst in die Adventszeit mit? Ein wunderschönes, sportlich, ein wunderschönes Jahr 2008, eben mit dieser Krönung Meistertitel. Aber nicht nur mit der Krönung Meistertitel, sondern auch, ich weiß, wie schwer das ist, nach einem Meistertitel weiterhin oben an der Spitze zu stehen. Wir stehen zu Recht oben an der Spitze. Wir haben uns dieses trotz schwerwiegender Abgänge mit guter Arbeit zurückgeholt. Und ich muss sagen, Kompliment, Riesenkompliment an die Mannschaft, Riesenkompliment an die Fans für die Unterstützung und Riesenkompliment natürlich an die Mannschaft, dass sie diesen Weg so beinhart geht. Und natürlich auch freut mich, dass der eine oder andere Junge Fuß gefasst hat. Und ja, und jetzt gehen wir in die verdiente Pause. Das letzte Spiel ist da bei uns, wie ist es gelaufen? War anstrengender wahrscheinlich als erwartet, dieses 118. und letzte Bundesligaspiel? Es war nicht, nicht erwartet, es war nicht unerwartet, weil mir klar war, dass sich der LASK das mal nicht so anstellen wird bei 0-5 wie vor ein paar Wochen. Sie haben super dagegen gehalten, haben ein ausgezeichnet gespielt für mich und haben, glaube ich, ganz verdient den Punkt mit nach Hause genommen. Bevor der Beobachter sein Urteil abgibt, Hans Krankl, unser Beobachter. Ich bin auch der Beobachter von den Schiedsrichtern. Ja, bitte. Ja, Sie sind in der Kommission, wie wir wissen. Ich bin neu in der Kommission und kann ihm heute sehr gute Noten machen und möchte auch das zurücknehmen. Er braucht nicht aufhören. Er bekommt von mir offiziell ein Ja dazu. Das ist jetzt neu. Das ist neu, ja. Ich spreche auch für die UEFA und für die FIFA. Das werden die Herren Schiedsrichterchefs mit Verwunderung hören. Ich gebe noch ein Ja. Er hat eine sehr gute Leistung heute geboten, muss man sagen. Gratulation. Das war das Geschenk von uns zum Abschied. Ja, das ist aber ganz lieb. Leider sitzt er nur in der Weihnachtskommission. Ja, warte. Zwei Szenen wollen wir uns ausnehmen. Und zwar aus der 13. Minute eine, die eigentlich eine typische Thomas Steiner-Situation ist. Nämlich nach dieser Attacke, war es überhaupt eine, von Eder an Vastic. Ich glaube, da waren sie sich selbst nicht sicher, ob sie einen Foul geben. Und dann sieht man ganz deutlich ihre Lippensprache in Richtung Vastic. So nach dem Motto, sei froh, dass sie das pfeift. Ja, das kann schon sein. Sei froh, dass das pfeift, weil so viel weiß nicht. Ja. Das
Und er hat gemeint, er ist an meinem Fuß gestiegen, zeigt er mir jetzt. Ja, ja. Aber das ist natürlich immer so. Das ist so, wie es er wahrnimmt und wie sie wahrnimmt. Das muss nicht immer das Gleiche sein. Er empfindet es natürlich auch ganz anders, weil er ist im Zweikampf involviert. Ich kann nur die optische Wahrnehmung, die ich habe, zur Beurteilung nehmen. Und so, da war es für mich halt ein Foul, aber es war nicht viel. Aber es war immer eine typische Aktion auch von Ihnen, weil Sie ja als der sprechende Schiedsrichter gelten unter den Unparteiischen. Und dann gab es noch eine Szene in der zweiten Spielhälfte, und zwar vor dem 1:1, diese Strafstoßsituation, wo Meierhofer auf Strafstoß reklamiert. Sie sehen dann in der Zeitlupe, dass Kabler natürlich auch ein wenig am Trikot zieht. Okay. Die Frage ist, wer den Meierhofer zum Ball kommen. Ich stehe in der Situation eigentlich parallel zu den beiden und habe eigentlich keine Chance, dass ich das zupfen sich. Ich hätte eine Chance gehabt, wenn ich weiter draußen in der Diagonale gestanden wäre, dann hätte ich das von der Seite gesehen. Aber so war der Körper vom Verteidiger eigentlich vor mir und was er hinter den Rücken dann gemacht hat, habe ich nicht wahrnehmen können. Sie sehen es auch nochmal, wir sehen auch noch, wo Sie genau stehen. So wie Sie es gehört, ne? Ja, ich stehe richtig. Nur für diese Situation halt jetzt gerade nicht richtig. Jetzt schaue ich auf den Verteidiger, den sein Körper sicher und sicher aber nicht, dass der hinten zupft. Ne? Aber wenn man die Bilder hernimmt, würden Sie jetzt anders entscheiden oder würden Sie bei Ihrer Entscheidung bleiben? Na, wenn ich das so sehe, dann muss man natürlich oder kann man auf Strafstoß entscheiden. Gar keine Frage. Gut, am Ende also ein 1:1. Sie haben schon gesagt, das war ein anstrengendes Spiel für Sie. Ja, was nehmen Sie jetzt mit, nachdem es endgültig vorbei ist? Jetzt machen wir mal schöne Weihnachtsfeiertage und dann bin ich seit Sommer Ausbildungsleiter in Niederösterreich. Das wird mir sehr viel Spaß machen, da habe ich sehr viel Arbeit und da werden wir ganze Energie reinhaben. Ja. Und ein Jahr dürfen Sie noch pfeifen, weil Hans Kranke hat das ausgesprochen. Dann muss ich trainieren auch noch. Ja, das ist, ja, ist nichts mit den Weihnachtsfeiertagen. Außer du magst nicht. Na oh ja, gut. Okay, dann mache ich das. Das geht schon. Thomas Steiner, danke vielmals für viele schöne Erlebnisse. Alles Gute, frohes Fest und wir sehen uns sicher. Alles klar, danke schön. Und für Sie natürlich, nachdem sich die Herren hier nochmals verabschieden von der Kommission, noch der Blick auf die Ergebnisse, die es gibt in der 22. Runde. 4 Spiele wurden ja nur absolviert, weil das Freitagsspiel Kärnten gegen Salzburg abgesagt wurde. Der neue Termin wird erst festgelegt, wird wohl Anfang März sein. Die Ergebnisse also 1:1 Rapid LASK, 3:1 Sturm Altach, 0:2 Mattersburg Austria Wien und außerdem das 3:0 von Ried gegen Kapfenberg. Das bedeutet, Hans Krankl hat schon angedeutet, 4 Punkte Vorsprung für den Winterkönig, für Salzburg vor Rapid, Sturm und Austria. Sturm ein Spiel weniger und Salzburg ein Spiel weniger. Ganz unten ist schon bekannt, Mattersburg und Altach. Was heißt das aus unserer Sicht, dass Salzburg einen großen Schritt gemacht hat, auch vor dem ersten Frühjahrsspiel gegen Rapid nämlich? Nein, es bedeutet gar nichts, aber es ist schade, der Dreier für Rapid hätte sollen drin sein, dann wären sie näher an Salzburg. Das bedeutet gar nichts, weil wir wissen, Salzburg hat auch noch nicht in Kärnten gewonnen. Aber wenn Salzburg in Kärnten gewinnt, ist der Abstand schon eigentlich sehr groß. Schade für Rapid und auch für Sturm. Die hätten sich mehr verdient und hätten näher wäre besser.